Und vielleicht spüren Sie schon jetzt, dass wir eine Energie hier drinnen haben, die ganz speziell ist. Ich weiß nicht, ob Sie das spüren, weil die Wesenheiten der Casa de Dominacio, die sind auch hier, also geistige Wesenheiten. Und natürlich sind Sie alle mit all Ihren geistigen Führern, Engeln, geistigen Lehrern hier hereingekommen. Und das gibt jetzt so ein Gefühl von, es ist eine andere Frequenz da. Und ja, ich möchte Ihnen auch sagen, dass es sehr wichtig ist, dass jeder einzelne von Ihnen hier ist, weil Sie tragen zu der Energie bei. Also Sie mit Ihrem Gefolge aus der spirituellen Welt oder aus der unsichtbaren Welt. Ich bin Beatrice Wiesli. Ich bin durch eine komplexe Geschichte hierher gekommen. Mit 24-jährig habe ich da im Humangenetischen Institut in Zürich erfahren, dass ich eine genetische Erbkrankheit habe. Und zwar die Krankheit, die auch mein Vater und seine Schwester hatten. Und wo ich zuschauen konnte, wie beide zuerst komisch gelaufen sind, später in den Rollstuhl gekommen, dann voll pflegebedürftig waren und früh verstorben sind. Und für mich, das mit 24-jährig zu erfahren, war schlimm, es war schwierig. Vor allem war auch noch schwierig, wenn ich jemandem diese Geschichte erzählte, dann sind diese Leute wie auch zusammengebrochen. So war es dann an mir, die Leute zu trösten, obwohl ich auch selber Trost suchte natürlich. Und das war natürlich eine schwierige Situation, so habe ich nicht viel über diese Krankheit und über diese Diagnose gesprochen. Was ich aber immer getan habe, ist, ich habe mich in den Schaufenstern immer beobachtet, wie gehe ich jetzt, ist das noch normal oder ist das schon der Gang von meinem Vater? Wenn ich eine Flasche auftat und diese nicht aufbrachte oder eine Büchse, dachte ich, oh je, jetzt hat es schon begonnen, die Krankheit hat begonnen. Oder auch wenn ich im Winter undeutlich gesprochen habe, dann war einfach immer gerade diese Frage da, ja, bin ich jetzt, beginnt dieser Krankheitsverlauf jetzt schon? Das war, ja, schwierig. Ich habe mich einfach entschieden dazu, dass ich auf jeden Fall selbstständig bleiben möchte und habe dann Psychologie studiert, weil ich dachte, ja gut, da kann ich sitzen während dem Beruf. Und habe dann nach dem Studium auch 3,5 Jahre gearbeitet. Ich habe ein Projekt aufgezogen im Drogenbereich. Und habe da gearbeitet und habe einfach gemerkt, als ich 35 war, diese Zeit, die geht vorbei. Ich habe jetzt die Krankheit zwar noch nicht, aber sie wird kommen. Und mit diesem Hintergrund habe ich dann mit 35 gesagt, okay, jetzt mache ich es anders. Ich entscheide mich jetzt dazu, all das jetzt zu tun, was ich später im Rollstuhl oder später überhaupt nicht mehr tun könnte. Und ich habe gesagt, so, ich kündige meine Wohnung, ich kündige meine Arbeit und ich gehe jetzt auf Reisen. Und das war für mich wunderbar, weil ich hatte sowieso große, große Interessen an spirituellen Reisen. Und ich war in Hawaii und in Indien und in Mexiko bei den Azteken und Tolteken. In Hawaii habe ich Schamanismus studiert, Search Kahile King. Und ja, in Indien war ich bei Dalai Lama und bei Amma und bei Sai Baba dort in den Ashrams und dieses Leben entsprach mir vollständig. Also ich habe es sehr, sehr genossen. Ich war auch in Peru bei Nachfolgern der Inkas und dort habe ich ein Filmteam angetroffen. Die haben einen Film über jemanden von Holland gedreht, der auch eine Muskelkrankheit hatte und dort durfte ich mitwirken, also mit Interviews. Und da gab mir dann die Kamerafrau als Dank, gab sie mir das Buch João de Deus, also The Miracle Man, der Wunderheiler. Und dieses Buch las ich über Nacht und bin dann eigentlich gerade aufgebrochen nach Brasilien über den Amazonas. Es war ein bisschen eine abenteuerliche Reise, aber ich wollte unbedingt sofort dorthin. Bin dann geflogen nach Brasilia und mit dem Bus nach Abadjania gefahren, zu der Casa de Dominacio. Und dort bin ich am Morgen erwacht, ich bin in der Nacht angekommen, am Morgen erwacht und bin dann in diese Casa gekommen und es war für mich wie Heimkommen. Ich bin empfangen worden von lachenden, fröhlichen Menschen, von fröhlichen Gesichtern. Ich habe dort meditiert, ich
wollte eine Woche bleiben, bin dann 5 Wochen dort geblieben und habe meditiert und meditiert und es war wunderbar. Also ich hatte Bilder von Ahnen, von Jesus ist mich besuchen gekommen, es sind also einfach ganz, ganz viele wunderbare Bilder. Einmal hatte ich so dieses Schütteln, was Sie wahrscheinlich auch kennen, wo mein Körper einfach ja, diese Energie so stark wieder gespiegelt hat. Und da, einmal, wo das so stark war, bin ich dann nachher so in eine vollständige Verbindung mit der geistigen Welt gekommen. Also so in dieses Gefühl von All-Eins. Ich bin aufgehoben, ich bin gesund, ich bin geliebt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und mit diesem Schütteln hatte ich das Gefühl, dass wirklich jede Zelle, jedes Gen, alles einfach erneuert worden ist. Und nachher, also nach 5 Wochen, habe ich mich dann getraut, Joan de Dieu zu fragen, also die Wesenheit zu fragen, ob sie mich heilen könnten. Weil ich hatte Angst vor der Antwort, ich habe mich nicht früher getraut zu fragen. Und so nach diesen 5 Wochen bin ich dann nach vorne gegangen und da war Joan de Dieu, nicht Joan de Dieu, sondern die Wesenheit Dr. Augusto, inkorporiert in ihn. Und da sah er mich an, lächelte mich an, nahm meine Hand und man merkt dann, das ist ein Lächeln aus der geistigen Welt. Also es ist nicht jemand von hier, sondern das ist aus einer anderen Frequenz. Er nahm meine Hand und sagte, Tochter, du bist bereits geheilt, hör auf, dir Sorgen zu machen. Und dieses, also was dann geschah, war ein Todesstreit. Ich habe nur noch geweint, weil ich habe gar nicht mehr gespürt, was das alles für mich bedeutet, diese ganze Last. Und ich war so froh und so entlastet und einfach, es hat ein neues Leben für mich angefangen. Und zwar ein Leben in der spirituellen Richtung. Also ich bin jetzt Reiseleiterin zur Casa di Dominacio, aber ich tue auch viele Meditationen begleiten. Ich habe Vorträge und so weiter über dieses Thema, weil ich einfach diese Türe durfte sich für mich öffnen und weil ich einfach, ja, weil es mir sehr wichtig ist, dass wenn jemand etwas sucht, dass diese Türe, dass ich da sein kann, um diese Türe für diese Person zu öffnen. Ob es dann die Türe ist, die diese Person wirklich nimmt, es gibt ja ganz, ganz viele Türen, das ist dann die Entscheidung der Person, die sich das anhört. Joan de Dieu ist ein Trance-Medium, ein Volltrance-Medium und arbeitet seit 50 Jahren als Heiler, als Volltrance-Medium. Das bedeutet für ihn konkret, während 3 Tagen inkorporiert er Wesenheiten aus der geistigen Welt. Das sind hochentwickelte Wesenheiten, wo zum Beispiel Dominatio, St. Ignatius von Loyola dabei sind. Das ist der Gründer des Jesuitenorden, wo aber auch ganz alte Wesenheiten dabei sind, König Salomon. Eine ganz, ganz starke Energie. Vielleicht kennen Sie König Salomon aus der Bibel, mit dem salomonischen Urteil. Kennen Sie den? Nicht? Also der hat ja, da waren ja 2 Frauen mit ihren Babys und beide sagten, das Baby gehört mir. Und König Salomon hat dann gesagt, okay, dann machen wir es gerecht, ich schneide das Baby auseinander. Und dann hat aber eine Frau gesagt, nein, tun Sie das nicht, dann soll die andere Frau das haben. Und dann hat König Salomon natürlich gemerkt, das ist die Mutter, weil sie will nicht, dass dieses Kind entzweigeteilt wird. Das ist die Mutter. Und es sind ganz viele Wesenheiten dabei, also er inkorporiert etwa 36. Und wenn er inkorporiert, ist es auch spürbar, welche Wesenheit durch ihn hindurch arbeitet. Also seine Augenfarbe ändert, seine Haltung ändert, seine Art zu schreiben. Auch die Musik, die gespielt wird, verlangt dann diese Wesenheit meistens eine bestimmte Musik. Und so merkt man auch, wer durch Joan de Dieu arbeitet. Er war ja noch in Winterthur, wird im Juli wieder nach Basel kommen in die Schweiz und es ist etwas ganz, ganz Spezielles, diese Gnade zu haben, in dieser hohen Frequenz zu sein. Und für mich natürlich einmal mehr, weil eben das für mich, die Begegnung mit ihm war für mich lebensverändernd. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, also Vergebung ist ja ein wichtiges Thema in der Casa, und im Nachhinein kann ich sagen, es war wunderbar, hatte ich diese Diagnose, weil ohne diese Diagnose wäre ich nie auf diesen Weg gekommen.
und ich wäre nie hier und wir wären auch nicht hier. Und deshalb denke ich, ja, ist es wunderschön, wie mein Leben so gegangen ist. Wenn ich Gruppen begleite, geschehen immer viele Entspannungen, geschehen viele Heilungen. Jetzt gerade bin ich letzten Sommer vor einer Woche nach Hause gekommen und jemand mit ALS-Diagnose hat sehr, sehr große Fortschritte gemacht, sodass er wieder besser sprechen konnte, wieder gehen konnte. Jemand mit einer Krebsdiagnose, hat sie jetzt Untersuche gemacht, also die war vor 3 Wochen nach Hause gekommen, ist sehr, sehr viel besser, hat gestoppt, sehr, sehr, sehr viel besser, aber garantieren, dass eine Heilung stattfindet, kann man natürlich nicht. Also das ist, oder weil es ist ja nicht nur die Arbeit der GASA, die da wichtig ist, sondern unsere eigene Arbeit und unsere eigene Offenheit und unsere eigene Entscheidung, wirklich uns zu öffnen für die Energie und Kraft der geistigen Welt und die Erlaubnis zu geben, dass Gott mit uns an uns arbeiten kann. Die Casa de Dominasse, also João, hat einen katholischen Hintergrund, deshalb werde ich in der Meditation des Vater Unser am Anfang beten. Ich werde nicht das traditionelle Vaterunser beten, sondern das direkt übersetzte aus dem Aramäischen, weil dieses Gebet, also eben, Sie haben gehört, ich bin 7 Jahre herumgereist und während dieser Zeit habe ich natürlich indische Mantras und weiß ich was alles rezitiert, was mir sehr viel gebracht hat. Und in Brasilien bin ich dann wieder zurückgekommen, eigentlich auf meine Herkunft, auf meine Tradition, auf das Vaterunser. Habe ich dort wieder kennengelernt, also mit vielleicht ja, 38 oder so. Und ich glaube daran, dass dieses Gebet eine sehr, sehr hohe Frequenz hat und deshalb bete ich es auch am Anfang der Meditation. Die Instruktion zur Meditation ist ganz einfach. Wie Sie sehen, Sie sitzen auf dem Stuhl. Bitte halten Sie Arme und Hände unverschränkt, damit die Energie durch Sie fließen kann. Und während der ganzen Zeit der Meditation haben wir die Augen geschlossen, weil in Brasilien sagt man, wir gehen in den Kohench, also in eine Art Kette, wo wir alle zusammen in der Energie steigen, also in eine höhere Frequenz gehen, in eine feinere Frequenz gehen. Und wenn wir die Augen öffnen, dann fallen wir aus dieser Frequenz hinaus, was natürlich schade wäre. Und ja. Also während der Meditation denken Sie an Ihre Kraftquelle. João de Deus ist sehr offen und ich finde das sehr, sehr wichtig. Also behalten Sie Ihre Kraftquelle, behalten Sie Ihre religiöse oder spirituelle Herkunft, bleiben Sie bei Ihren Themen. Es geht darum, dass während der Meditation gehen Sie zu Ihrer Kraftquelle. Wenn das Jesus Christus ist, gehen Sie dorthin. Wenn das Buddha ist, gehen Sie in Ihre Tradition, vielleicht ist es für Sie auch einfach nur Liebe oder Licht, wo für Sie Kraft bietet, oder ein schöner Ort in der Natur, wo Sie wissen, wenn ich dorthin gehe, dann bekomme ich Kraft. Und während der Meditation verbinden Sie sich mit dieser Kraftquelle. Wenn Sie Gedankenkreisen haben, so machen Sie vielleicht diese Gedanken wie in einem Film, lassen Sie diese Gedanken vor sich herlaufen. Und dann verweigern Sie diese Gedanken nicht. Also bejahen Sie diese Gedanken, akzeptieren Sie sie und nehmen Sie sie an. Weil diese Gedanken, die kommen ja, um gehört zu werden. Und wenn sie dann gehört werden, dann beruhigen Sie sich. Und dann werden wir selbst innerlich auch ruhiger. Wenn wir uns aber gegen diese Gedanken wehren, dann werden die immer lauter und pochen an und so, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen einfach in uns hineinsinken, eigentlich in unser eigenes Licht, in unsere eigene Kraftquelle, in unseren inneren Kern, um unsere innere Stimme zu hören. Und unsere innere Stimme oder der göttliche Kern in uns, das ist ja unsere Kraftquelle. Und wenn wir genau in unserem göttlichen Kern sind, sind wir ja auf dem Seelenweg.
auf diesem Weg, den wir uns vielleicht vorgenommen haben, also sicher, ich glaube daran, den wir uns vorgenommen haben, als wir hier in diesem Körper inkarnierten. Und wenn wir wirklich in uns drinnen sind, in dieser Liebe, in dieser göttlichen Liebe, dann hören wir auch den Klang unseres Seelenweges und wir können diesen Weg gehen. Und dieser Klang ist ein Klang der Liebe. Und wenn diese Liebe sich ausweitet und verbindet mit allem, was da ist, also mit dem großen Ganzen, dann sind alle Hindernisse weg. Dann ist alles möglich. Also so, wie es in der Bibel zum Beispiel heißt, die Liebe kann Berge versetzen, Glaube kann Berge versetzen. So haben wir dann die Möglichkeit, wirklich sämtliche Energie, sämtliche Kraft zu haben für unseren eigenen Weg. Und dieser Weg, den kann ich nicht wissen, den kann niemand anders wissen, den können wir nur in uns drinnen bei uns selbst finden. Und für das machen wir diese Meditation, dass wir auf diesen Weg kommen. In Avajanya gibt es eine Geschichte von einem Mädchen, das zu Diskutierenden kommt, die über das Thema diskutieren. Was ist denn Meditation und was ist denn Gebet? Was ist denn der Unterschied? Und da kommt dieses kleine Mädchen und sagt, ich weiß den Unterschied zwischen Gebet und Meditation. Und dann sagen so die Älteren, ja gut, dann sagt sie diesen Unterschied. Und sie sagt, beten ist, wenn ich Gott sage, was ich wünsche, was ich will. Und meditieren ist, wenn ich die Klappe halte und höre, was Gott mir zu sagen hat. Das so als Meditation.